Und da sind wir wieder. Na komm, lad das Menü. Ich trau dir nicht. Ha, war schneller. Yay. Ich sag's, irgendwie hat mein Test heute irgendwie wohl mein Test heute nicht so, wie es soll. So. Damit werden die Reihe auch schon mal fertig. Oh, Alter, diese W-Taste. Heute aber echt weh. Geronimo. Jetzt müssten wir aber mittlerweile bei der Mitte des Dachs angekommen sein, kann das sein? Allzu viel dürfte da gar nicht mehr kommen. Nicht, dass wir hier unnötig die Spitzhacke verbrauchen, weil wir hier alles rüberziehen und dann merken, ups, ist ja viel zu weit. So war das nicht gedenkt. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Also hier ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Warum ist das eine ungerade Zahl? Ach ja, muss doch eine ungerade Zahl sein. Ah, ist ja nice, da können wir oben so richtig schöne Mitte machen. Gut, hätte auch so machen können, ich schon wieder, alles gut. Gut, das heißt also, ich brauche dann... Scheiße, der braucht wohl noch Slabs. Wenn es so eine ungerade Zahl ist. Ah, das ist natürlich ein bisschen... Och, Alter. Och, nee. Ey, so wart, Leute, wie ich verdiene zu sterben. Übrigens habe ich wieder die Bones aktiviert. Also es ist zwar jetzt, man behält zwar sein Inventar jetzt nicht wieder, so wie früher, aber es wird zumindest einen Block hinterlassen, der, ja, weil eben das Problem ist, Survival ist ja schon gut mit realistisch, dass man Sachen verliert, allerdings ist es dafür umso unrealistischer, dass die Sachen denn despawnen, weil im echten Leben despawnt ja auch nicht, sondern die Sachen bleiben dann ja da. Von daher habe ich auch wieder die Bones aktiviert und ich habe die Bone Mod aus dem Vanilla Mindtest Game habe ich auch portiert für mein Clone 2. Da gibt es jetzt also auch Knochen. So, hier müssen dann jetzt die Slabs rauf. Heißt also wie... Ach du Scheiße! Ups! So. Oh mein Gott, ein Wildschwein. Hab gerade kein Schwert dabei, mal wieder. So, damit wäre der Teil schon mal geschafft. Okay, und ab zu der zweiten Seite. Die wird jetzt ein bisschen, das war, ja, das war falsch. So, hier muss nämlich zwei hin. 1, 2, 3. Da kommt. Achso, ist dumm, was ich jetzt gerade mache. Und zwar richtig dumm, weil da kommen wir später auch wieder nicht drauf. Von daher müssen wir so beginnen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal eins bauen. Das geht so. Jetzt müssen wir das wieder graben. Genau. Und jetzt können wir Scheiße. Scheiße. Oh, Alter. Mädel. So, jetzt können wir nämlich das wieder hier so ransnutschen. Würde doch nur unsere Schleichtaste funktionieren. Das wäre so viel einfacher. Wobei, wir kommen so relativ schnell sogar voran. Nein. Lachte er und verbaute sich 50 Mal. In einer Sekunde. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Wir hatten jetzt hier den und jetzt noch einen Überhang. Oh mein Gott, ich falle. So, du kommst weg, du kommst weg. Oder? Ja, genau, doch, so war das. Gut, hier müssen natürlich auch noch die entsprechenden Dinger hin.
Seht ihr? Jetzt sind wir in der Nähe und jetzt wächst das Zeug auch relativ zufriedenstellend. Oh mein Gott, ich sterbe. Klicks der Höhenaxt. Okay, das wird jetzt das Einfachste. Ich falle gleich runter, garantiert, will ich jetzt schon. Ein Schwein. Haben wir das Schwert dabei? Ich kann es nicht zulassen, dass wir das ja, wir haben es dabei. Ich kann es nicht zulassen, dass wir hier unser... Fuck, das war zu viel. Dass wir hier die ganzen Schweine unbeachtet lassen. Das wäre eine riesige Schweinerei quasi, ja. Das schöne, gute Fleisch. Ah, denn die anderen Tiere können alle da bleiben. Nur aus Schweinefleisch kann man richtig schön Steaks. Gut, okay, aus Kuhfleisch auch und sowas. Da spricht nichts dagegen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich hatte wahrscheinlich mit der Schluss. So, jetzt müssten zwei verschwinden. Bop. Und jetzt müsste eins runtergehen. Easy. Aber witzig, dass er immer auf den letzten Stack im Inventar zugreift. Normalerweise greifen wir solche Sachen immer auf den ersten Stack drauf zu. Aber gut. Entweder geht er halt von hinten durch, oder aber er guckt tatsächlich explizit nach dem letzten. Warum auch immer. Alter Schwede, das ist eigentlich ein Verbrauch hier an Ressourcen und ich scheiße. Fuck. Okay, wir müssen dann dementsprechend doch. Nein! Boah. So und so. Hä? Wo ist unser Essen? Da. Thanksgiving. So, jetzt kommt du nach da, du nach da, du nach da. Dankeschön. So, du kommst nach da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Und jetzt geht's weiter auf der Leiter. Na komm. Na komm. Na komm. Fuck you, I hate you, I will eat your fucking babies. So, das wäre dann das da. Ich hasse euch alle. Muss auch die Dinger hier mal austauschen. So, das ist Standard. Standard sind schließlich dazu da, dass man sich daran hält. So, der nächste Riegel Sand. Ja, langsam müssen wir denn, also da kommen wir ja bald hier an der Seite denn nicht mehr hoch, ne? Da müssen wir dann bald hier so um die Ecke rumgehen, damit wir dann von der Seite raus, rauf, hä? Heraus, rauflaufen können. Goddammit. Wisst ihr was? Wir können gleich zwei Riegel machen. Ist ja quasi Zeitersparnis. Wobei ich mir doch gar nicht so sicher bin. Wahrscheinlich hoffe ich das einfach nur. Ja, wir sind. So sind wir eher schneller, wenn wir hier so eine Reihe für Reihe machen. Fuck you. Na komm. Der Server ist heute echt ein bisschen lahm. War aber letztens auch schon so. Hä? Och Gott. Och Gott. Eine Verschwendung von Spitzhacken. Eine Verschwendung von Spitzhacken. Oh mein Gott. Unser schönes Eisen, klar. Unser schönes Eisen. Wird direkt sterben. Scherben mitten.
bisschen Glück reicht das vielleicht noch sogar für die Seite schräge. Allerdings denke ich schon fast, das reicht gar nicht. Haben wir uns so hart verkalkuliert oder habe ich irgendwas Falsches als Grundlage für meine Berechnung genommen? Ist ja hart verkackt hier. Ich meine, die Schräge schaffen wir jetzt noch locker, klar, aber alleine bei der Schräge wird es schon wahrscheinlich schon kritisch. Und eben, da hinten sind ja noch mal zwei Schrägen. Und die werden dann schon nicht mehr reichen wahrscheinlich. Wobei, mal gucken. So, jetzt kommen wir hier runter. Jetzt kommen die letzten 9. Oh Gott, Alter. Ich krieg eine Krise. Easy. Zum Glück haben wir dieses Replacement-Tool. Wenn wir das jetzt nicht hätten, ich hätte schon lange aufgegeben. Ich hätte echt sowas von lange aufgegeben. So, hier können wir... Wow. Können wir jetzt das Ding nehmen und darin unser Kack ranbauen? Oh, ja. Bitte das Replacement Tool benutzen. Danke. So, und hier können wir jetzt wieder mit ein bisschen Glück. Ach, scheiße. Ich bin einfach zu unfähig für alles. Nein. Ich will sterben. Mein Lieber, kein Sinn mehr. Alles, was ich anfasse, geht zu Bruch. So, na komm. Da, bitte einmal Dankeschön. So, na komm, komm, kommst du? Hey, mein Nierchen. So, damit haben wir denn von der Menge her die Hälfte des Dachs schon mal. Die Hälfte des Dachs schon mal fertig. Wird also keine so lange Aktion wie die Aktion da mit dem Tunnel da. Worüber ich ganz froh bin. Aber doch, wird doch echt geräumig. Also hier kann man definitiv schön Lagerplatz runter anbauen. Ah, die ersten Sachen werden schon weiß. Sehr schön. Kann ich ja bald ans Abbauen gehen. Okay, jetzt haben wir noch 114 Dachziegel, sage ich jetzt einfach mal. Das könnte hierfür tatsächlich sogar reichen. Selbst wenn nicht, ist das auch egal. So, ich nehme jetzt wieder euch hier als Vorbild. Und euch füge ich jetzt einfach mal da hinzu. Da. Da. So. Dann alle außer ein. Gut, das heißt, das passt so schon mal. Dann kommst du darauf, da kommst du drauf. Ha, easy. Game ausgetrickst. So, hier brauchen wir jetzt 2. Fuck, I hate you. Da hat jetzt das Spiel mich ausgetrickst. Ist aber nicht so freundlich. Mein lieber Herr Spiel. Ach du Kacke. Ach komm jetzt. Voll echte Dachdecke auch so rumhappeln müssen. Außer mit so einem Replacement-Stab. Wäre eigentlich mal eine geile Erfindung im Echten. Einfach so, später in der Klassenarbeit, einfach so, wie sich, so in der Schule. Einfach so das leere Blatt, was man vom Lehrer bekommt, einfach so Replacement-Tool draufhauen und dann, ups, auf einmal sind alle Antworten da. Wurde wohl glücklicherweise ersetzt. Zugunsten der Schüler. Geht natürlich auch im Berufs... Ach du Scheiße. Berufsalltag? Ich bin doch gerade gar nicht nach hinten gelaufen. Wieso bin ich denn runtergefallen?
Da stand ich wohl quasi schon über der Kante, nur er hat es nicht registriert. Und als ich dann losgelaufen bin, hat er gemerkt, oh, eigentlich ist der Junge ja schon über der Kante drüber, ne? Dann müsste er eigentlich runterfallen, ne? Dann tun wir ihm mal den Gefallen. Und lass ihn fallen. Über sich rein. Leck mich am Arsch. So. Ich hoffe mal, meine Kopfgehirn-Prozessberechnung hier funktioniert. Dann müssen wir ja dann merken, dann müssen die sich da oben eigentlich Spitze an Spitze berühren mit einem Abstand dazwischen. Aber ich glaube, uns gehen tatsächlich die Steine. Nee, doch nicht. Nee, doch, könnte tatsächlich. Doch, das passt. Ha, lol. Okay. Die Schräge hier kriegen wir wahrscheinlich sogar fertig, weil es will doch noch zwei rein. Das ist tatsächlich geil. So, hier machen wir wieder beide mit einmal. Damit der ungeduldige Ronny gestillt ist. Und es passt natürlich nicht. Wieso passt das jetzt nicht? Ach ja, Quatsch, ich bin bescheuert. Es kann ja gar nicht passen. Eben doch, es passt. Eben, hier ist ja eine Reihe in der Mitte, aber die beiden Steine, das sind ja wieder diese Vollsteine, die hier so einmal in der Flucht jetzt so schräg runtergehen. Von daher muss ich die auch noch mit bedenken bei meiner in Kopf-Gehirn-Kalkulation. Also es passt doch tatsächlich. Habe ich mich gerade schon wieder hier feucht gemacht. Dachte schon, mein Leben ist ein einziges Scherbenhaufen. So. Na, dann gehen wir dann in der nächsten Folge dann nochmal in die Wüste und suchen dann nochmal ein bisschen Gestein. Und dann kriegen wir das Dach doch tatsächlich fertig. Ach, mein Alter, diese W-Taste. Ich muss mir meine Tastatur reinigen. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie an der Tastatur liegt, weil das ist so random. Aber vor allem, das ist auch, wenn ich die Taste bereits gedrückt habe, dass sie dann im Nachhinein auf einmal nicht mehr anschlägt. Und das ist ja eigentlich eher unüblich für eine Verschmutzung. Naja, ist auch egal. Ich mache mir dafür wieder viel zu viele Gedanken. So. Okay, das war. Quatsch, die Folge geht gerade mal eine Viertelstunde. Kann ich nicht machen. Gut. Wow, das war wow. Das war echt super. Das war. Weg mit dir. Ja. Gut, wir brauchen eigentlich eine Spitzhacke. Mehr brauchen wir nicht. Die Wüste ist ja gleich nebenan. Diesmal wissen wir ja, wo wir suchen müssen. Wow. That a delay. So. Dann erden wir noch ganz schnell unser Hardcore-Dang, das Zeug hier. Da wo ich jetzt gerade dran vorbeitreten. Da kommt, Leute, hier ist denn los. Na du, was mit dir? Ach Gott, der Arme hier, schiebt schon wieder Überstunden. So, siehst du, jetzt haben wir schon wieder 64 Bomben und die Wolle habe ich wieder in die Kiste gepackt, ich will mich töten. Komm, wach schneller, ach egal. Das sind jetzt einfach Formeln. Armes Stück Scheiße. Digga, hat er genau gereicht. Siehst du, das war der Dank dafür, dass ich den einfach hier stehen lassen, wobei das. Ist Quatsch, ich hätte ja dann, wenn ich da abgeholt hätte, auch wieder einen Blitz bekommen. Ich laufe schon wieder nur Scheiße. Ach Gott, Alter. Das ist nicht mehr normal. So, okay, wir haben keine Wolle. Wir haben Wolle. Mit der Wolle und der Wolle. In der Wolle, Wolle, Wolle. Wollen wir jetzt mal hier ein bisschen so. Ich brauche 4 Stück davon, kann das sein? Das war Quatsch. Müssten 4 Stück sein.
warte mal ganz kurz. Wir brauchen erstmal zwei Taschen, um eine mittlere zu machen. Das mal zwei, wir brauchen zwei mittlere Taschen, um daraus dann die große Tasche zu machen. Ich werde mich schon wieder verkalkulieren. Irgendwie ist verlässlich, ist auf mir, auf meinen Kopf-Gehirn-Prozess in letzter Zeit überhaupt kein Verlass mehr. So, das kommt jetzt weg, das kommt weg. Und jetzt wird es nämlich fraglich. Jetzt musst du das, glaube ich, so und. Hä? Ah, okay, das klappt. Achso, ja, das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, geht nicht. Kann man nicht stacken. Whatever das so ist. So. Dies hätte ich natürlich gleich dann. Tada! Yay! Unsere erste eigene große Tasche. Er kriegt einen Ständer. Okay. Bam, bam, bam. Yay! Und wir haben einen Rucksack auf dem Rücken. Sieht man den? Nee, ne? Wäre auch geil. Vor allen Dingen, wenn wir dann vier Stück haben. Einfach so vier Stück aufeinander gesteckt. Obwohl, im echten Leben kann man da ein bisschen was drehen. Ich meine, einer auf dem Rücken, einer dann auf dem Rucksack drauf. Das geht bei manchen Rucksäcken noch, wenn die so sehr lange Ärmel haben. Einer kann man dann hier so vorne rumschnüren. Und einer, da macht man dann die Henkel so lang, dass der einem am Arsch rumbammelt. Dann kann man tatsächlich quasi bis zu vier Rucksäcke transportieren. Das ist so technisch gesehen jetzt nicht das, was man als unmöglich bezeichnen würde. Es würde zwar unmöglich aussehen, das ja. Digga, Mega-Jump des Jahrhunderts. Aber es wäre technisch doch tatsächlich möglich. So, jetzt müssen wir hier auf die rote Füße treffen. Wenn mich nicht jetzt alles hier nicht alles im Stich lässt. Ja, meine jahrelangen Erfahrungen, Forschungen und komm mal hoch. Du bist so langsam. Yay. Yay. Was mache ich jetzt? Hier denke ich hier oben. Ich komme nicht weiter hoch. Oh, ja. Okay, sehr gut jetzt. Dachte gerade, das war Fallschaden, aber nee, ich habe Hunger. Och, jetzt so. Alter, es geht aber hier langsam. Ich bin sowieso falsch, kann das sein? Ja, hier ist überall weiße Wüste. Ach komm, gehen wir vor Stern. Ach, okay, doch. Ich dachte gerade, aus meinem Spaß wird jetzt ernst. Oh fuck. So, hier müsste jetzt irgendwo laut meiner Kopf-Gehirn-Prozessberechnung. Oh, nein. Digga, was mache ich hier gerade? Hä, wo kommen wir denn? Wo ist denn jetzt die rote Wüste? Die war doch hier. Die müsste doch jetzt hier gewesen sein. Oder habe ich jetzt alles falsch gemacht, was man falsch machen kann? Nicht hier? Wo war denn das mit den Kaktussen? Das war doch hier irgendwo. Oder war das da hinten irgendwo? Nee, Quatsch, war doch nicht in die Richtung. In die Richtung waren wir doch noch nie unterwegs. Oh, da ist unser Haus. Aber ich will einfach drum rum. Ach du Kacke, ich werde sterben. Danke schon. Wir sind echt einmal drumherum gelaufen. Das kann ja halt da werden. So, wo war der Mega-Jump? Da war der Mega-Jump. Yay! So. Danke. Für die Blumen. Aber wo war denn erstmal, ich suche erstmal nach den Kaktüssen. Das ist so ein Anhaltspunkt, den hat man letztens gefunden und ich hoffe, ich finde die wieder. Und in der Nähe von den Kaktüssen war dann die Stelle mit dem roten Sand. Aber ich mache jetzt doch erstmal eine Aufnahmepause. Könnte nicht anders, dass es so lange dauert. In dem Sinne, schau mit V.